Breakers Wissen kompakt. Mit dieser Videoreihe informieren wir Sie über alle smarten und innovativen Themen rund um die Leistungsschalter. Ein wichtiger Bestandteil hiervon ist die Digitalisierung. Das Thema dieses Videos ist die EPIC Mobile App. Die App erhalten Sie bei Android-Geräten über den Play Store und bei iOS-Geräten über den App Store. Zudem gelangen Sie direkt zum Download über die zwei eingeblendeten QR-Codes. Ist die App nun heruntergeladen, können wir sie auf unserem Smartphone öffnen. Dies zeige ich Ihnen heute anhand meines Android-Smartphones. Ist die App geöffnet, sehen wir als erstes das Auswahlmenü, aus dem wir zwischen den Funktionalitäten der App wählen können, nämlich die Produktinstallation, die Produktinbetriebnahme und die Produktunterstützung. Als erstes wollen wir uns die Installation anschauen. In diesem Bereich kann die Augmented Reality-Funktion genutzt werden, aber auch der QR-Code des Leistungsschalters gescannt werden. Jeder Leistungsschalter ist mit einem individuellen QR-Code ausgestattet, über den sich spezifische Produktinformationen aufrufen lassen. Scannen wir doch einfach mal unseren Leistungsschalter. Wir unterscheiden hierbei in zwei verschiedene Varianten. Es gibt 1 SDA-Bestellnummern, die das Standardprodukt darstellen. Dabei handelt es sich um klassische Leistungsschalter, für die sämtliche Informationen bereitgestellt werden. Dazu gehören technische Daten, Datenblätter, Einbauvideos und die Seriennummer. Die bereits vorkonfigurierten Leistungsschalter mit bereits verbautem Zubehör werden mit 1 SDX-Bestellnummern abgebildet. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Bestellnummern aller eingebauten Komponenten aufgelistet werden. Wie auch bei den 1 SDA-Bestellnummern werden auch hier alle technischen Informationen der Komponenten abgebildet. Bei beiden Varianten erhalten Sie unter dem Reiter Discover More und einem Klick auf Go To einen direkten Zugang zu unserer Webseite. Nutzen wir nun das Augmented Reality System der App. Dafür nehmen wir die Abdeckung des Leistungsschalters ab. Dies habe ich hier bereits vorbereitet. Steht nun der geöffnete Leistungsschalter vor uns, kann die Kamera diesen erfassen. Die Kammern, in denen elektrisches Zubehör eingebaut werden kann, werden erkannt. Mit einem Klick auf die entsprechende Kammer wird angezeigt, welches Zubehör an dieser Stelle eingebaut werden kann. Mit einem erneuten Klick auf das Zubehör erhält man die Dokumentation und ein Einbauvideo. Zurück im Auswahlmenü wird als nächstes die Produktinbetriebnahme ausgewählt. Für die Inbetriebnahme kann der Schalter auf verschiedene Arten mit dem mobilen Endgerät verbunden werden, entweder über Bluetooth oder über NFC. Dies wird anhand eines Gerätesimulators in der App vorgeführt. Dazu wird ein T-Max XT5 ausgewählt, anhand dessen die Bedienung vorgestellt wird. Auf der Startseite im oberen Bereich steht die Bezeichnung des Leistungsschalters inklusive Seriennummer. Darunter werden Alarm und Warnungen angezeigt. Im unteren Bereich der Startseite lassen sich Leistungsschalterstatistiken einsehen und der Status des Leistungsschalters überprüfen. Am unteren Rand des Bildes sind verschiedene Reiter zu sehen, zwischen denen man wechseln kann. Nun habe ich Ihnen das Dashboard vorgestellt. Im nächsten Reiter, Überwachung, können Messwerte wie Strom, Spannung und Leistung überprüft werden. Unter Schutzmaßnahmen können Einstellungen an den entsprechenden Schutzfunktionen vorgenommen werden, und über den Reiter Konfiguration können diese entweder exportiert oder importiert werden. Wir sind nun am Ende dieses Videos angelangt und hoffen, dass es Ihnen weiterhilft. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.